Und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Aufnahme des Evoland 2 Let's Plays, wo wir immer noch an dem Rätsel hocken, was ihr hier seht. Und es ist der Sonntag, wir haben den gesamten Sonntag Zeit und schauen wir doch mal, ob wir heute am Sonntag dieses Rätsel gelöst bekommen. Ich hege so meine Zweifel. So, meine Vermutung wird sein, wir werden einen Strahl doppelt verwenden müssen. Und zwar mit doppelt meine ich werde den auf die Rückseite von diesem Ding drücken müssen. Das wäre meine Vermutung. Und ich wette, es gibt ganz viele von euch, das Rätsel schon längst verstanden haben und sich denken, meine Fresse, ist der blöd. Also probier's, geht eh nicht. Also, ich denke, ich weiß nicht, von welcher Richtung ich aus das Rätsel lösen soll. Also nochmal, dieser Anfang hat mir bis jetzt am besten gefallen. Fast. Man kann die Dinger leider nicht drehen. Nein, wollen wir nicht. Das ist auch nicht fast, hier fehlt immer noch ein ganzes Stückchen. So. Wir haben's. Wie lange hat's gedauert? 2,5 Minuten plus die vorherige Folge suchen. Aber passt ja. Oh, habt ihr es gelöst? Tja, ihr habt den Leistungspunkt für Optik verdient. So, okay, jetzt haben wir noch die drei hier drüben. Den Rest haben wir ja schon. Und da fangen wir mit den hier an. Oh, hallo. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Ja. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen, stimmt's? Folgendes, wir müssen die alten Rohrleitungen der Stadt austauschen. Ich versuche verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden. Aber das ist eine echt harte Nuss. Los, nehmt diese Karte und macht euch an die Arbeit. Volles Rohr. Verbindet die Punkte A und B von Netzwerken von Rohren. Die Verbindungsstücke in Grün lassen sich nicht verschieben. Ist logisch. Aber alle Teile müssen des endgültigen Netzwerkes sein. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen, das sich über die gesamte ganze Karte hinzieht. Alter. Ernsthaft. Ach, und die lassen sich nicht verschieben. So, das Ende ist schon mal klar. Fertige Lösung. Scheiße. Wie soll der Anfang denn schon gehen? Kann man das hier drehen? Wollt ihr wirklich aufhören? Nein. Man kann die Dinger nicht drehen. What the fuck? Gibt's Kreuzungen? Ich muss hier rein und da raus. Muss da aber auch rein. Das ist auch ein Rohr. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen, das sich über die gesamte Karte, die ganze Karte hinzieht. Ich will ja nichts sagen, aber
Das ist nicht lösbar. Was passiert, wenn ich das so hier setze? Ist offen. Also mein Problem ist schon ganz oben. So muss der Anfang aussehen. Das geht nicht anders. Diese von A geht es nur so. Oder ich gehe hier um die Ecke, dann nach unten und komme dort wieder raus. Dann kann ich hier oben auch um die Ecke gehen. Dann muss ich hier auch wieder so zurück. Und dann brauche ich hier ein gerades Stück. Ein Rohr in diese Richtung. Hier müssen wir nach oben. Gerade. Dort müssen wir dahin. Hier müssen wir so raus. Da müssen wir so hin. Da müssen wir so hin. Und da müssen wir so. Okay. Die erste Ecke ganz oben war echt für mein Brain fast schon zu hart, aber noch geregelt gekommen. Ha, perfekt. Ich hatte befürchtet, es würde den ganzen Tag dauern. Danke. Jetzt muss ich die Pläne nur noch meinen Assistenten geben, wenn er zurückkommt. Wann auch immer das sein mag. Ihr habt euch die Leistungspunkte im Bauwesen wahrhaft verdient. So. Jetzt noch der hier. Oder die, Entschuldigung. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern. Es ist viel zu tun. Es sei denn, ihr wollt mir helfen. Ja. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel zwei Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen, nur leider kann ich nicht herausfinden, wo genau beim Himmel sie sichtbar sein werden. Hier werft einen Blick auf diese Karte. Unter gutem Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keinen der Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Sie kommen immer diagonal. Kann ich das Rätsel nochmal lösen? Ich muss das nochmal lesen, nicht lösen. Also, wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Immer diagonal. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen keinen der Sterne. Sie schneiden, ja. In welchem Quadrat? Also, so könnten sie fahren, überschneiden sie was. Er könnte hier lang fahren. So. Da überschneiden sie nichts. Gibt es hier noch eine Quermöglichkeit durch? Okay, wir gucken mal, was es hier für Möglichkeiten gibt. So nicht. Ja, da gut, das ist klar, aber das wird es nicht sein. So nicht. Da ist was, da ist was, da ist was. Hier ist diagonal was, da ist was, da ist was. Hier geht diagonal. So, da ist was, da ist was. Klar, da ist was. Also es geht nur diese Diagonale. So, und jetzt, das war diese Diagonale. Jetzt gucken wir die andere Diagonale uns an. Da fangen wir. Das war jetzt die Diagonale, die von rechts nach links geht. Sehen wir uns ja an, die von links nach rechts geht. Die geht von links nach rechts. Von hier beginnend. Da ist was. Hier wäre frei. Passt aber nicht. Hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. Hier wäre frei. Und der andere, der frei war, war welcher? Der hier. Okay, nochmal. Gibt es noch einer, der frei wäre?
So, der hier ist besetzt. So, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Der ist besetzt, der wäre frei. Dann wäre es hier. Ey! Aber natürlich, wie konnte ich das übersehen? Vielen Dank für eure Hilfe. Kein Thema, dafür bekommt ihr euren Leistungspunkt in Astronomie. 7 von 6. Und jetzt noch die hier und dann haben wir's. Was ist denn der? I don't know. Müsste der sein. Seid gegrüßt, junger Mann. An die Miliz gebundene Forscher. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, ich rede so viel. An die Miliz gebundene Forscher zu euren Diensten. Apropos Dienst. Wie wäre es, wenn ihr mir einen erweist? Ja klar. Perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz betraut. Ich habe mich genauestens an seine Anweisung gehalten. Doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde es euch zeigen. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille eine der 7 Wachtürme erreichen. Nachdem sie X verlässt, muss sie eine der 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Achtung. Die Patrouille kann einen beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Ja. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Ja. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird einer der Türme niemals eine Garnison haben. Welcher? Ganz ehrlich, kein Bock zu denken. Die A wird falsch sein. Wir probieren einfach fix durch. Weil ich weiß es echt nicht und mal schauen. C ist es auch nicht. Ich denke, mir wird es einige geben, die es einfach ausprobieren. Da wäre die Frage, wo sie das denn hin verstecken. Das wird wahrscheinlich einfach nur die richtige Lösung sein und fertig. So, D. Ist es auch nicht. Machen Learning by Doing. Wir nehmen die E. E ist es. Und dann haben wir alle 8 Punkte. Ja, natürlich. Jetzt stecke ich in eure Schuld. Falls ihr also irgendwann mal ein Problem habt, kommt einfach zu mir. Also gut, ich mache mich auf, um meinen Bericht für den Rat zu entwerfen. Diesen Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient. So, 8 von 6. Wir haben alle 8 gelöst. Schola! Achso, das war das Problem von vorhin. Herr Dekan. Und scheitern eure Studien gut voran? Tja. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt alle eure Fächer abgeschlossen. Dafür verdient ihr eine Extrabelohnung. Hier, bitte. Extrabelohnung ist ein Stern zum Sammeln. 7 von 30 haben wir. Wuhu! Wer weiß, wie viel wir schon übersehen haben. Also gut, weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Der Magi. Die Magi. Die Magi sind ein Volk oder eher eine Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt großenteils unter Wasser stand. Die Legenden besagen, dass ihre magischen Kräfte alles bisher Dagewesene übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Dabei handelte es sich vermutlich um Übertreibungen ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten, nachdem das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen?
Die Makletiten wollen wir wissen. Was wir landläufig als Makletiten kennen, sind tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Magie. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedenen Kontinente verteilt. Welchen Zweck sie dienen, ist nicht genau bekannt. Entschlüsselte Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad, aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt, war es bei der Suche nach einem Magnetiten, dass meine ehemalige Professorin, ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magie, den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Was möchtet ihr wissen? Das Verschwinden der Magie. Es ist nicht mit Gewissheit, dass das größte Mysterium aller Zeiten. Warum wurden eine so mächtige Zivilisation wie die Magie vor 2000 Jahren vom Erdboden verschluckt? Und auch noch so gut wie spurlos. Nach jahrelanger Forschung muss ich zugeben, dass ich nach wie vor keine blasse Ahnung habe. Was möchtet ihr wissen? Okay, und dann noch der Professor. Meine alte Professorin war eine Expertin für Magie. Sie widmete ihr ganzes Leben der Aufgabe herauszufinden, warum sie verschwanden. Ich erinnere mich, dass die Magletiten sie besonders interessierten. Sie glaubten, den Steinen wohne eine Kraft inne, die es ihr nach ihrer Aktivierung ermöglichen würden, mehr über die Magie herauszufinden. Sie hatte einen Magnetiten entdeckt, den sie glaubten, mit dem Zeitstein aktivieren zu können. Leider wurde sie von den Piraten gefangen genommen, die zu jeder Zeit auf der Insel hausten. Seither ist sie spurlos verschwunden. Das war auf der Insel der Magie. Jener, die man jetzt die verfluchte Insel nennt. Was möchtet ihr wissen? Der Zeitstein, das wäre doch interessant. Der Zeitstein selbst ist ebenfalls legendär. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und den Magletiten, mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dieses Artefakt ist um vieles älter als die Magie selbst. So alt, dass sich niemand erinnert, wann oder warum er erschaffen wurde. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob der Stein überhaupt existiert. Der einzige direkte Hinweis, den ich identifizieren konnte, befindet sich im Archiv der königlichen Familie von Dämonia, die ich besuchen durfte. Der Zeitstein ist offenbar ein großer, runder, schwarzer Stein, in dessen Mitte ein Auge gemeißelt ist. Das Auge sieht interessanterweise dem ähnlich, das vom Propheten verwendet wird. Ein bizarrer Zufall, wenn ihr mich fragt. Aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Was möchtet ihr wissen? Die Insel der Magie wollen wir jetzt noch wissen. Die Insel der Magie befindet sich weit im Osten und ist nur per Boot vom Serra-Hafen aus erreichbar. Sie hat ihren Namen von den Magie-Ruinen, die dort gefunden wurden. Piraten ließen sich auf ihr nieder, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt unter mysteriösen Umständen vertrieben. Egal was passiert ist, die Fischer weigerten sich, sie zu betreten. Sie glaubten, die Insel sei verflucht, daher auch der Name, den sie ihr gegeben haben. Verfluchte Insel. Eine echte Geistergeschichte, als ob es wirklich welche gäbe. Um zur Insel der Magie zu gelangen, braucht ihr ein Boot. Vergesst nicht, dass nur ein Mitglied der Händlersrates euch einen Geleitbrief ausstellen kann. Was möchtet ihr wissen? Ja, das ist eigentlich alles, was ich wissen muss. Nein, gar nichts. Also. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich dem fragen kann? Wir müssen jetzt... Mal gucken, ob so kurz eine Story-Zusammenfassung kommt. Nein, kommt nicht. Haben wir hier eine Karte? Haben wir auch nicht. So, bevor ich jetzt weiterlaufe, bringe ich erstmal den drei Mädels ihr Buch. Weil das ist mir wichtig. Trinkspiele. Oh, ihr habt uns ein Buch gebracht. Dann wollen wir mal sehen.
50 Trinkspiele, das wird ein... Das würdet ihr einem unschuldigen Mädchen geben? Andererseits wird es sich als nützlich erweisen, wenn wir älter sind. Ihr habt also euer Versprechen gehalten. Deshalb hier, das ist für euch. Ein Stern. Ich dachte mir schon, dass es hier nur einen Stern gibt. Danke für das Buch. Wir können euch hoffentlich... Wir konnten euch hoffentlich trauen. Ja, okay. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Weltkarte. Wir müssen jetzt nach Syra und wir müssen ein Boot kaufen. Und das Boot kriegen wir nicht so ohne weiteres. Ich habe leider keine Ahnung, wo Syra ist. Mal gucken, ob das ohne weiteres ersichtlich ist. Könnte das Syra sein? Syra-Hafen, ja. Okay, das war dann doch etwas sehr leicht zu finden. Was haben wir denn da hinten noch? Ich will nur mal gucken. Pyramide der Propheten, okay. Hier unten geht's nicht weiter. Über das Rohr kommen wir nicht drüber, genau. Von da oben sind wir gekommen. Sturmtal, okay. Wird wahrscheinlich gleich noch irgendwie eine Verbindung kriegen. Ich gehe jetzt erstmal hier und gucke, ob ich direkt ein Boot kriege. So, in den reden wir. Vorerst darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berüchtigten Piraten Robbers sein. Ich sag euch, die Insel vor der Küste ist verflucht. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr euch eine Erklärung zur höheren Gewalt von jemandem im Händlerrat holen. Ohne rühre ich mich nicht von der Stelle. In Genua solltet ihr sowas klar machen können, wenn ihr ein bisschen sucht. Aber billig wird es nicht. Händler sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie Sachen verschenken. Wollen wir jetzt hier mit den Leuten hier alles quatschen oder suchen wir direkt straight die Story voran? Ist hier viel zum Quatschen? Hier geht's eh nicht rein. Geht's hier rein? Es hält sich in Grenzen, so viele Leute wie hier sind. So, hier geht's schon wieder raus. Okay, ich würde sagen, wir quatschen mal mit allen hier in der Stadt. Oder? Nein, wir quatschen nicht mit allen in der Stadt. Doch, wir quatschen mal mit der da. Hallo! Als Frau eines Seemanns braucht man Geduld und darf sich nicht zu viele Sorgen machen. Vor allem bei den vielen Geschichten, die die Leute über die verfluchte Insel erzählen. Das Leben auf See ist kein Zuckerschlecken. An Land ist es aber noch schlimmer. Immerhin ist der Kapitän nicht hier, um uns in unserem Auge zu behalten. Ja, ich quatsch mal kurz mit allen, weil so viele sind es ja dann doch nicht. Oh. Den ganzen Tag lang Kisten und Fässer zu stemmen ist anstrengend, aber lukrativ. Seeleute sind sehr abergläubisch. Hört euch bloß an, was sie über die verfluchte Insel sagen. Sie glauben, dass der Geist des grausamen Piraten Robots dort lebt. Niemand weiß, ob es ihnen überhaupt gegeben hat, also sein Geist. Ich habe übrigens gerade eine Idee gehabt, wer uns das Buch geben kann. Und zwar den einen Typen, den ich gefragt habe, ob er uns einen Gefallen tun kann. Ich denke, das wird der sein, den ich als erstes besuchen sollte und fragen sollte. Vorher frage ich noch die paar, die hier rumrennen, sind ja nicht viele. Dieser letzte Sturm hat noch mehr Fluten ausgelöst. Mit jedem Jahr wird es schlimmer. Wenn das so weit weitergeht, wird der Hafen noch ganz im Meer versinken. Puh, endlich eine kleine Pause. Der Captain lässt uns schinden, aber Seemann zu sein ist eine Bestimmung. Das offene Meer
ins Unbekannte zu segeln, das ist das ganz große Abenteuer. Wenn da bloß nicht so viele Planken zu schrubben, Segel zu bergen und Taue zu reparieren wären. Ich bin hier, um an Bord zu gehen, doch der Captain weigert sich auszulaufen, auf dass der Zorn des großen Zerstörers ihn niederstrecke. Also, nachdem wir angekommen sind, meine ich natürlich. Unterwegs wäre es mir lieber, wenn nichts passieren würde. Wenn ihr in See stechen wollt, müsst ihr den Captain fragen. Er entscheidet, wann wir auslaufen und wohin wir segeln. Okay, dann laufen wir mal nach Genua und reden mit den Typen da in der Stadt. Und ich muss übrigens... mache ich danach noch eine Folge oder verschiebe ich die auf morgen? Nee, ich mache danach noch eine Folge, damit ich durch bin für die Woche. Genua. Und dort reden wir jetzt mit... Hier links. In das Haus rein. Mit denen hier und fragen mal den. Seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Ein Boot. Ihr wollt also zur verfluchten Insel? Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon fernhalten. Ich trinke kurz einen Schluck. Aber wie ihr meint. Ihr braucht nichts weiter als eine von mir unterzeichnete Erklärung zur höheren Gewalt, um in See zu stechen. Natürlich nicht unentgeltlich. Habt ihr etwas, das ihr handeln möchtet? Sterne, grüne Pampe, Oinkerz. Ein Treueabzeichen. Oh. Ach, das ist eins der Abzeichen meines Großvaters. Ich dachte, die wären alle in der großen Katastrophe verloren gegangen. Sie haben ausschließlich ideellen Wert. Überlasst mir den im Austausch für einen Geleitbrief. Jo. Danke. Hier, bitte, wie versprochen. Geleitbrief. Captain Stubi wird euch mit Kusshand an Bord nehmen. Ja, das war jetzt leichter als gedacht, aber daran merkt man, wenn man noch aufmerksam spielt, dass man die Lösung doch sehr, sehr schnell findet. Hierfür hätte man auch länger suchen können, mit bisschen Pech. Übrigens, warum ihr mich fragt, ich habe ja aktuell vorgehabt, 2 Stunden am Stück aufzunehmen. Und ich bin aktuell bei 1,5 Stunden, also jetzt noch 2 Minuten und die 1,5 Stunden wären rum. Und da habe ich überlegt, ob ich jetzt noch eine Aufnahme mache oder nicht, weil es ist jetzt 23.03 Uhr. Wenn ich jetzt noch eine aufnehme, ist es 23.30 Uhr, dann kann ich ins Bett gehen. Und ich habe mich gerade entschieden, ja, ich mache das. Ich muss bloß nach dieser Aufnahme kurz aufs Klo und ich muss mal noch etwas anderes in der Küche fertig machen. So, aber das hier quatscht man noch an, weil die 2 Minuten rumzustehen macht ja keinen Sinn. Vorerst darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl und ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berüchtigten Piraten Roberts sein. Ich sage euch, diese Insel vor der Küste ist verflucht. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr eine Erklärung zur höheren Gewalt von jemandem im Händlerrat holen. Ohne rühre ich ihn nicht von der Stelle. In Genua solltet ihr so etwas klar machen können, wenn ihr Wissen sucht. Aber billig wird es nicht. Händler sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie Sachen verschenken. Geleitbrief. Ach, was soll's. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser Reise. Also, wo wolltet ihr denn genau hin? Was? Ihr wollt zur verfluchten Insel? Muss wohl mein Glückstag sein. Ich warne euch im Voraus. Auf gar keinen Fall legen wir dort an. Ihr könnt ein Ruderboot nehmen oder danach wieder an Bord kommen. Und ich werde höchstens 1 Stunde lang auf euch warten. Wenn ihr nicht lebend wieder zurückkommt, ist das euer Problem. Ich habe mich klar ausgedrückt. Nö. Also gut, ich wieder, wie ihr wollt. Also ihr wollt jetzt auslaufen. Also ihr wollt jetzt auch... Ja. Also gut, auf geht's. So, das Boot fährt von alleine, da kann ich nichts machen. So, das hat er gespeichert. Jetzt ist die 1/2 Stunde rum. Jetzt machen wir noch kurz den Dialog hier fertig und dann durch die Aufnahme kurz
wenn. Das ist also die verfluchte Insel? Eigentlich ganz hübsch hier. Ich hätte in meinen Badeanzug einpacken sollen. So, wir können rumlaufen. Genau, kurz Pause. Also. Ich fand es eigentlich jetzt ganz spannend. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie es weitergeht. Habe ich mir gemerkt, was hier ist. Noch genau, hier soll der Magnetit sein und ein Stein. Aber den Stein kennst du selber noch nicht. Oh, was ist das für eine Musik? Was ist das? Okay, also. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Gebt mir Feedback, wenn es euch gefallen hat. Oder auch wenn es nicht. Lasst mir Feedback da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage wie immer Tschö mit Ö.